Käsekuchen sind einfach das Geilste. Es ist ein Comfort Food. Und von der Raststätte bis zum gehobenen Restaurant hat es überall Käsekuchen. Isst du Käsekuchen zum Morgen? Brunch. Noch nie gemacht, aber ja, kann ich mir definitiv vorstellen, oder? Mitternachtssnack, Ausgangs-Heiko-Snack. Zum Mittag mit einem Salat. Wir starten mit dem Teigstab, okay für dich? Ja, das ist gut. Super. Also, hast du schon mal einen gemacht? Nein. Es ist ein sogenannter geriebener Teig. Also, das heisst, wir tun das dazu. Ich habe etwas gemacht. Also, war du hast noch nie etwas? Ich backe nicht. Wirklich? Nein. Aber ihr kochen? Ja, innen kochen. Okay. Alles, was man kann, grobe Stück Gemüse in eine Pfanne tun und nachher so machen. Das ist so mein Ding. Ich kann es so machen. Das finde ich schrecklich. Wirklich? Es kann so Zeug neben rausgehen. Ja, aber musst du es eben dann fangen. Es ist ein bisschen wie ein Game. Kannst du die Butter mal so einigermaßen in Stück schneiden oder rein tun? Okay. Und Salz dann auch dazugeben? Das ist so schwierig. Nein, du kannst das. Ich bin, okay. Ich bin der Supervisor. Es kann nichts passieren. Oh, famous last words. Oh, oh, auf Holz klopfen. Tack, tack, tack. Jetzt kannst du noch Salz drin tun. Okay. Das ist viel Salz, das ist gut. Mhm. Also, jetzt kannst du voll mit den Händen so reingehen und den Butter verreiben mit dem Mehl. Darum geriebenen Teig. Ja. Also du darfst mit allem Mehl, musst du es nicht nur das eine Butterstückchen. Es war nur ein Test zum Reiben. Es ist ein bisschen wie beim, in der Fahrstunde, fühle ich mich gerade. Cool. Und ich mir auch mega gewünscht habe, wieso ist nicht die andere Person am Steuer und zeigt mir einfach, wie man das macht? Aha. Weißt du, man hätte wie so parallel backen machen können. Ah, Musikunterricht. Dann hätte ich wie können schauen können, wie bist du so machen? Und so, ah, ja, genau. Wie Musikunterricht. Dann kann ich noch Blockflöte holen und so spielen neben dir zu. Spielst du auch Blockflöte? Nein. Nur privat. Das würde ich nie in der Öffentlichkeit. Im Schlafzimmer, wenn alle Fenster zu sind. Dann tue ich ganz klein so. So unter der Bettdecke. Nein, ich spiele vor allem Schlagzeug. Das ist bedummt. Genau, immer nach meinem eigenen Witz. Ich komme immer am Schlagzeug. Wenn es klingt, ist es so. Ah ja. Aber du spielst ja nicht nur. Also, warte mal schnell. Wie ist das? Ich sehe es gut aus. Also, wir dürfen es auch gröber machen. Und dann, Jane, kommt das Wasser dazu. Okay. Ja. Tun wir es tröpfeln, tun wir es gerade ganz. Du kannst es einfach so reinleeren in einem Schnutz. Schnutz. Ich finde es lustig, dass du über die Seite reingeleert hast und nicht über den Ausguss. Ich habe gefunden, schneller. Also, und jetzt tun wir das einfach nur noch kurz zusammenfügen. Da müssen wir nicht mehr fest kneten versuchen, sondern eigentlich nur noch ein bisschen zusammenfügen. Okay. Weil je mehr dass du verknettest, desto feiner wird der Teig und desto weniger blättriger ist er nachher am Schluss. Oh, das heisst nicht zu viel. Ah. Ja. Wenn wir den gerade verarbeitet oder nachher gerade weiter brauchen, tun wir jetzt einfach einen Deckel drauf machen. Und dann können wir den bei Raumtemperatur auf die Seite stellen. Dann machen wir weiter beim Guss. Mhm. Super. Als erstes tun wir mal die Eier trennen. Cool. Es tut mir leid, ihr seid nicht mehr zusammen. Ihr seid nicht mehr zusammen. So. Nein, Jane. Der wird zum anderen zu. Eiweiß da drin, Eigelb da drin. Okay. Ich würde es mal so machen. Gut, machen wir es so. Ist das gut? Es tut mir so leid. Ich muss im Vergleich jetzt noch mal schnell nachhocken. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du spielst nur Schlagzeug. Aber beim Kaiserschmarrn hast du Klavier gespielt, also Flügel sogar gespielt. Ja, ich habe das Äquivalent von alle meine Entli auf dem Flügel gespielt. Was ist das eigentlich? Das ist die Hagelschnur. Die Hagelschnur? Das ist, muss ich jetzt warten, bis die abtropft? Nein, die kannst du da überall tun. Okay. Ja. Die Hagelschnur ist von hier oben bis hier unten und das tut das Ei so. Das Eigelb in der Mitte behalten. Ist das so ein bisschen wie eine Nabelschnur? Oh nein, mir ist das Ding drin. Ich glaube im Fall schon. Es klingt so eng. Aber da bin ich jetzt auch gefährliches Halbwissen. Es ist schon so lustig, wenn du denkst, dass das wie ein Hühnermens ist. Hey, mach es nicht schlimmer, wie es so ist. Wirklich schlimm ist es ja schon. Ich finde es auch schon crazy, dass. Oh nein, das Gale ist gar nicht das Bibeli. Das Gale ist das Futter für das Bibeli. Das Gale ist die Eizelle. Nein, was? Ich nein, die Gebärmutter. Nein, die Plazenta! Macht es niemand nachher, wenn wir jetzt über Plazenta und Menstruation von Hühnern reden? Wir nehmen jetzt die Hühnerplazenta und sie trennen. Jenny, ich kotze fast. Das ist das erste Mal bei meinem Backen, dass jemand kotzt. Kannst du mal 60 Gramm Eigelb rein tun? 60, hä? Sind es vielleicht genau 60? Also es könnte gut sein, dass es genau 60 sind. Du kannst wirklich mal rein tun, sonst nehmen wir dann wieder raus. Dann tun wir jetzt hier das Mehl und das Maizena drin.
Direkt. Direkt trainieren? Heppa! Das ist immer so. Con gusto! Warum so, dass es stäubt? Weil es Spass macht. Con gusto. Weil es Spass macht und ich nachher nicht aufräumen muss, denke ich. Jetzt tust du hier noch etwa 50 Gramm Milch drin. Gerade für den Anfang, dass wir es besser vermischen können. Sehr gut. Con un poco meno gusto. Perfetto. Grazie. Wir haben vorher davon gehabt, du machst Musik. Du tust aber auch singen. Ja. Was machst du als Singen, Comedy, Musik, Tanzen? Was? Illustrationen. Illustrationen machst du auch? Vor allem ein bisschen. Also jetzt mache ich schon mehr so Comedy und Theater als Musik zum Beispiel. Ja. Aber ich würde gerne mehr Musik, weil Musik macht Spass. Ja, aber eine Band oder so hast du nicht? Mega lang gehabt. Ich war lange bei den Dead Brothers. Und ich wäre interessiert an einer neuen Band. Meldet euch. Machen eine kleine Annonce. Aber es muss eine richtige Trashband sein, wo man Sachen umschmeißen kann, weil für noch mehr vorsichtige Sachen habe ich keine Kapazität. Stilrichtig, was wär's? Laut. Spielst du ein Instrument? Abgesehen von Blockflöte. Blockflöte, sehr leidenschaftlich. Nein. Absolut, nein, es klingt falsch. Es klingt falsch. Ich spiele kein Instrument, sehr unmusikalisch. Hast du nicht müssen in der Schule etwas lernen? Mal. Klavier oder Blockflöte war bei uns eben. Wir müssen wählen. Welches von beiden? Ja, es war immer zuerst Blockflöte, damit man die Noten lernt. Und dann kann man entscheiden, ob man noch ein anderes Instrument. Du hast gerade von Anfang an ein Schlagzeug. Nein, eben, wir müssen so ein bisschen müssen wählen, Blockflöte oder Klavier. Ja. Dort habe ich fix Klavier genommen, weil Blockflöte. Aber dann kannst du sicher mehr wie alle meine Entli. Ich kann mehr können. Ja, ja, ich kann es zeitlang mehr können. Und das Gute ist, es ist ein wie Velofahren, man verliert es nie ganz. Ja. Jetzt können wir noch Salz rein tun, die restliche Milch. Hey, Bevo. Die ganze Milch? Die ganze Milch. Vielleicht ein bisschen sanfter. Nein. Das mal. Und dann kannst du noch so ein bisschen Gefühl mit ein bisschen Pfeffer, geräuchtem Paprika und Muskatnuss. Noch Gefühl? Pfeffer. Machen das so Pepper Babes. Wow, es ist mega schön. Danke. Mach's nochmal. Jetzt kannst du gerade die Paprika und noch ein bisschen Muskatnuss rein tun. Super. Und Muskatnuss gehört natürlich rein bei meinem Käsekücheli. Ja, aber nicht zu viel. Ja, aber auch nicht zu wenig. Mehr. Ah! Mehr! Ich finde schon, ja. Oh mein Gott. Ja, es ist ein Käsekücheli. Es muss ein bisschen Muskatnuss. So spannend. Ich also stopp. So okay. Dann hören wir jetzt auf. Hast du überhaupt gerne Muskatnuss? Nein. Doch, das wäre mega geil. So, ich bin mega allergisch. Aber ich würde sagen, ist gut so. Wir tun noch ganz kurz da so das restliche Mehl und die Gewürze vom Rand noch aufnehmen. Dass wir alles drin haben. Und dann würde ich sagen, ist da ein Guss? Das ist ein Guss. Gut gemacht, Jane. Danke, Judith. Schau, du darfst jetzt ausrollen. Wenn es anfängt kleben, am Tisch oder am Ausrollstab, dann tust du ein bisschen Mehl dazugeben. Wie, also was wäre denn die ideale Form am Schluss? Sind wir so, also wir müssen so? Ja so die hier ausstechen. Ja. 12 Mal. Das ist jetzt so ein bisschen Freestyle, ja. Ich hätte einfach, dass es ein bisschen... Oh, nein, da tut sich was. So. Das ist mega spannend. Ich finde es spannend. Die Technik macht weiter. Ich würde denken, das habe ich noch nie gesehen. So. Dass es etwas breiter ist. So, hey. Sehr schön. Schau mal, wie der aussieht. Es sieht ein bisschen Chips aus. Aber kann man mit dem arbeiten? Mit dem können wir arbeiten. Wir stechen ja aus. Mhm. Und jetzt kommt etwas, was dir sicher mega Freude macht. Wir müssen ihn einstechen. Und entweder kann man das mit der Gabel machen oder wir nutzen das Tool. Ich finde das. Langsam sehe ich, was da passiert in dieser Küche. Der Morgenstern. Der Folterknebel. How would you like to die? Yeah. Geil. Wow! Ich weiß! Es ist so toll. Wegen dem mag ich gerne wehen. Ja! Yeah. Das ist schon geil. Also, ja, dort muss man auch noch ein bisschen. Vielleicht auch hier noch. Oh ja, und nicht, dass wir es vergessen. Perfekt. Nein? Nein, aber im Ernst. Judith, ich zeig dir jetzt, wie gut das ist. Oh nein, wirklich nicht. Nein, es ist mega gut. So, ja, auf eine Akupunkturart und Weise. Das ist doch mega geil. Ich finde, es sticht schon ein bisschen fest. Nein, Jane, sicher was? Nicht. Sticht. Sticht da nicht zu fest rein? Nein, es ist mega angenehm. Das... es hat normal dran. Ja, in meinen Haaren hat es auch Zeug, ist okay. So gut, also wir brauchen den nachher nochmal. Aber scheisse. Das ist wie das Ding, das man so oben her tut. Kennst du das, wo man so... Das, was sicher in einer Küche entstanden ist.
Komm, wir stechen aus. Nein, Jane, es ist jetzt genug. Sagst du, aber meine Muskulatur sagt, jetzt fängt es erst richtig an. Ich habe überall Mehl und es beißt an der Nase. Jetzt zu kratzen. Easy, nein, ist voll gut. Ich nehme einfach meinen Finger. Ich habe nachher Mehl unter der Nase. Es sieht aus, als hätte ich gekokst. Das sage ich auch immer. Wenn ich so am 7. Uhr morgens laufe, dass es ablaufen. Alle so, wow, was ist mit dir los? Nein, ich bin einfach an einem frühen Bachkurs. Sehr im frühen Bachkurs. Ich sage das so, ich habe noch nie mal gekifft. Du bist ganz drogenlos glücklich. Ich bin im Fall wirklich Drogen. Ja, wobei Alkohol ist eine Droge. Alkohol ist wirklich eine Droge. Alle lachen immer, wenn man es sagt, aber es ist wie so... Nein, es ist eigentlich schon. Also es ist absolut... Es ist einfach die einzige legitime Droge, weil in der Kirche trinkt man Alkohol. Haben wir eigentlich Pilze, die so psychedelisch sind in der Schweiz? Wenn man jetzt wie sagt man denen auf Deutsch? Toadstools. Flügelpilz. Ja. Haben die nicht eine psychedelische Wirkung? Du fragst mich jetzt gerade. Bist du auch drogenlos glücklich? Ich bin auch drogenlos im Fall wirklich glücklich, außer Alkohol. Don't do drugs, just bake. Hast du schon immer dem Fall. Also, was hast du gemacht? Wie ist deine Laufbahn? Wie bist du zu dem gekommen, was du machst? Trickfilm. Was? Trickfilm? Ich habe Trickfilm studiert. Ah, wirklich? Mhm. Du studieren? Man kann sogar einen Master haben, Judith. Mega geil, dann bist du studiert. Ja, bist studiert im Trickfilm. Das bringt auch nicht. Und hast du mal an einem Trickfilm mitgearbeitet? Etwas, das man kennt? Molly Monster, falls du Kind hast. Molly Monster ist eine Schweizer Produktion. Okay. Für Kinder. Aber ich habe ein paar eigene Kurzfilme gemacht. Aha. Die auf meiner Vimeo-Page anschauen. Wie lange hast du? 5 Minuten? 5 Minuten hast du nach 2 Jahren. Wenn du allein bist, dann hast du 2 Jahre. Oh, krass. Produktion und... Das ist einem nicht bewusst. Filmförderung und... Nein, ist wirklich krass. Und dann so ein Langspielfilm für Kinder, 2 bis 6, der eine Stunde lang ist. Ja. Er hatte 4 Jahre Pre-Production, also nur Fördergelder, Storyboard, Layout. Oh, krass. Und dann nochmal 2 Jahre zum Machen. Und dann hast du irgendwann gefunden, nein, geht mir zu lang, ich mache Comedy. Ich bin einfach aus Versehen Comedy reingerutscht, weil ich wollte eine lustige Serie schreiben und es ist nicht gegangen. Es war nicht lustig. Oh nein. Und dann habe ich angefangen, einfach offene Bühnen zu machen, aus Frust. Und jetzt bin ich da. Und damit ich ein Käschen machen. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Was ist dein komischste Talent, das du hast? Also etwas, das du wieso nicht unbedingt kannst brauchen für die Bühne, aber gleich noch cool ist? Also schau, etwas, wo ich habe es tatsächlich zwar angefangen auf der Bühne benutzen, weil es ist ja Comedy und da kann man auch peinlich machen. Du alles brauchen, ja. Ich tue einen Stepp tanzen. Weil für das Country-Western-Stück, das wir machen, tue ich ein bisschen Stepptanzen. Es ist halt so geil, wenn du Stepptanzst. Es macht so Spass und es sieht so scheiße aus. Aber ich habe Gene Kelly gesehen in Singing in the Rain und ich gefunden, das ist es. Und mit 12 ist er von Steppen? Gene Kelly sein. Steppen. Ja. Weißt du, so vom Stepper? Genau, ich anfange Steppen. Unterdessen kann ich richtig gut steppen. Mhm. Und wie lange machst du das schon? Seit 12. Also natürlich immer mit so 6 Jahren Unterbrüchen und studieren und dann hörst du auf und dann merkst du, nein, fuck, das wirklich mega gern. Dann fängst du wieder an. Das ist so eine Hassliebe. Es ist mega geil. Oder die Liebe überwiegt. Ich habe immer gesagt steppen, aber man sagt schon steppen. Oder sagen wir auf Englisch steppen? Tap dancing. Ah. Leider. Scheiße, da habe ich es wirklich einfach falsch gesagt die ganze Zeit. Hey, aber nein, Stepptanz. Steppen ist mit steppen und nicht steppen. Ich glaube, es ist steppen. Ja, ich weiß. Ich habe es falsch gesagt. Was ist ein Stepp? Eigentlich Stepptanz. Wahrscheinlich ist es ein verschweizertes Wort für Step. One Step. Nicht? Ja gut, sie haben früher auch Jatz gesagt zu Jazz von dem her. Aber Stieg. Stieg. Was ist dein liebste schweizer-englische Wort? Stieg ist schwierig, aber was ich noch schwieriger finde, ist, wie alle «by the way» benutzen. Alle benutzen es falsch. Wie benutzt man es richtig? Wie man es richtig benutzt, ist «By the way», ich wollte noch etwas sagen, bevor ich es vergesse. Und alle benutzen es sowieso. «Ja, ja, aber das mache ich so, by the way.» Das geht nicht. Ah ja, und «Backflash». «It's a flashback!» Es ist ein Tupperware mit «A». Ihr habt es «A» in eurer Sprache. Tupperware. Sagt einfach Tupperware. Gut, das braucht man bald nicht mehr. Ja. Die sind ja Konkurs. Jetzt kommt der Bilan. Und zwar haben wir hier verschiedene Käse. Einen Gräherzer und einen Emmentaler. Eins für mich. Eins für den Käse. Wir tun jetzt hier 25 Gramm drin abwägen. 25 Gramm. Für jedes. Welches war dein schönster Auftritt, den du je gemacht hast in deinem Leben? Bis jetzt. Wow, mega schwierig im Fall. Also das macht mich eigentlich noch happy, weil das heisst, es hat mehrere sehr schöne Auftritte gegeben. Ja. Dann kannst du aber auch sagen, wer der schlechteste war. Das ist ja schön. Das ist doch auch lustig. Mein erster
Auftritt an einer offenen Bühne als Solo-Komikerin. Und ich bin auftreten mit einer Ukulele. Wie ein absoluter Vollprofi. Das sollte man nie machen, nie mit der Ukulele auftreten. Warum nicht? Das macht man einfach nicht mehr. Es ist vorbei. Und die 10 Minuten von meinem Leben, dass ich überhaupt weitergemacht habe nach denen, grenzt an ein Wunder. Die Stille in dem Saal, Judith. Kein Grab in keiner ägyptischen Wüste, 300 Meter unter der Erde, war jemals so still gewesen wie dieser Saal. Schau, jetzt haben wir es fast geschafft. Halt, was machst du da? Ich tue ihn verteilen. Du tust jetzt noch improvisieren? Verteilen. Ich habe das Gefühl, wenn man überall ein bisschen drin tut, ich werde sie noch mal nervös machen. Und was wir jetzt auch noch machen, ist, wir machen mit der Realismennadel noch so ein paar Löchli drin machen, dass es schön absickert. Weil jetzt ist sonst der Käse wie so ein bisschen zu dicht. Extra für das eine Lismennadel organisiert. Lismisch du? Nein, Jane, nicht alles auf den Kopf! Sehe ich aus wie jemand, der Lismen frage? Ich frage. Für einen Freund. Einfach safety first. Nicht, dass du nachher sagst, ah, oh, weißt du, ich hätte gerne noch über meine Lismenleidenschaft geschwätzt. Du kannst einfach immer so 5-mal reingehen. Ich in der Mitte gerne einmal 4-mal ringsum. Über meine Lismenleidenschaft reden. Was? Entschuldigung, was ist das? Eine ist in der Mitte, ist 4-mal ringsum. Das ist überall schön eingestochen. Weißt du, ich einfach wollte einfach rundherum anfangen. Irgendwo. 2, okay. 3, 4, Mitte. Also, so dürfen wir auch. Das ist gut. Spielst du manchmal das? Oh mein Gott! Ich bin gerade mega froh, dass das funktioniert. Ach, du meine Güte, hast du das schon mal gemacht? Hey, nein, es war jetzt wirklich einfach Impro. I'm sorry. Würdest du dich als mutige Person bezeichnen? In gewissen Bereichen, ja. Im Sozialbereich habe ich den Instinkt, um so auf die Straße zu rennen und jemanden wegschupfen vor einem Unfall. Wo ich nicht. Oh, jetzt habe ich. Du siehst jetzt. Mach den. Im privaten Bereich bin ich nicht so mutig. Hey, also du könntest auf die Straße rennen und jemanden retten? Ich könnte jemandem eine Ohrfeige geben, weil er meine Schwester beleidigt. Oder meinen Bruder. Aber so. Je nachdem, wer gerade schneller ist. Bungee-Jumpen? Kein Bedarf. Jesus Gott, nein, ich verstehe nicht, wieso man das macht. Ich tue relativ gerne leben, habe ich gemerkt. Das ist wie so ein bisschen kontraproduktiv, zum sich selber Sachen aussetzen, die könnten einen Zustand verändern. Schau, jetzt können wir hier noch ein bisschen drin herumnodern. So ein ganzes bisschen. Dass sich das Ganze noch mal besser verteilt. Heute liess mich ein Käsküchli. Der Teil gefällt mir, das ist lustig. Das ist wie Sendele. Und dann würde ich sagen, tun wir die in den Ofen rein. Käsküchli werden bei 220 Grad in der untersten Schiene backen. 21 bis 22 Minuten. Und nicht eine Minute mehr, sonst kommt Judith mit dem und dem geilen Teil von vorher, der jetzt weg ist. Und zeigt euch so richtig. Der Massagestab, ja. Das. Nein. Nein. Falsch rausgekommen. Nehmt es einfach raus nach 22 Minuten. Nehmt es einfach raus. Oh, es blubbert schon. Judith, es blubbert. Oh. Schau dir das an. Okay. Jetzt kommt der Moment, wo ich es nicht fallen lasse. Nein. Sondern ganz sanft abziehe. Wow, schau mal. Kannst du ein bisschen drunter gehen? Schau, es löst sich wie... Dann kannst du es rausfluppen. Oh. Flupp. Also ich bin schon ein bisschen stolz. Schau mal, die schönen Käsekirchen. Ich erst. Und ich bekomme ein bisschen Hunger. Mami, schau. Sie fühlen sich noch sehr warm an. Ich habe es Angst, wird recht heiß, verbrennen. Ich auch. Weißt, ich tue jetzt im Fall zuerst so ein bisschen brechen. Aber die Freude ist grösser als die Angst. Okay, das ist mutig. Da sind wir wieder beim Mutigen. Oder beim Dummen. Und es ist so käsig. Es ist so fein. Und das ist jetzt in meiner Macht zu machen, jederzeit. Kann ich jetzt so etwas machen? Und weißt du, warum haben wir nicht das ganze Ei da, sondern nur das Eigelb? Damit die Farbe schöner wird. Also wir können es mit dem ganzen Ei machen, man muss einfach akzeptieren, dass die Farbe nicht so schön wird. Ich akzeptiere nichts weniger als Perfektion. Ich muss wirklich sagen. Mit uns noch fettigen Finger. Das ist ein Geschenk. Und ich danke dir dafür. Super. Ich bedanke mich. Knowledge bei dir. Is power! Käse ist Leben! Jane, es war fantastisch, das mit dir zu machen. Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, bist du da gekommen. Ich habe mich erst recht gefreut. Gibt es noch irgendetwas, das du gerne abschließend möchtest, den Leuten mitgeben? Ich spiele am 16. Mai im Kleintheater Luzern. Und ich werde für alle im Publikum Käsekuchen machen. Sternbein. Stimmt nicht. 360 Käsekuchen werden an diesem Abend verteilt. Backen vom Team von der Judith und streusel.ch. Das wird super. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Hast du auch einen eigenen Kanal? Ja. Abonniert auch. Wirklich?
Auf YouTube? Wieso glaubst du mir das nicht? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen. Abonniert auch. Ja, abonniert du meinen Kanal? Ich auch. Ich abonniere. Macht es wie ich. Abonniert auch den Jane, ihren Kanal. Aktiviert auch bei ihr das Glöckli, dass ihr immer informiert werdet, wenn wieder neue Videos rauskommen. Und ganz wichtig, schreibt einen Kommentar zu dem Video, ob ihr Käseküchli auch geil findet. Schön, ich würde sagen, schön war mit dir. Schön war mit dir. Ich gehe jetzt essen. Also, tschüss, mach's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt Alfred, du bist schon wieder so spät zu Hause. Okay. Oh nein, warte, ich hab... Leg ihn in die Mitte, leg ihn in die Mitte. Ich rühre ihn zu. Eins, zwei... Huh. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Du musst bitte aufhören. Hey, nein. Ich bin noch etwas vorbereitet auf sein Schicksal. Es wird nicht gut für dich. So ein Teig braucht er, dass er vorbereitet wird. Oben. Ich habe es herzig gemacht. Hey Jane, das ist so herzig von dir. Wie viel brauchen wir? Nein, Jane, jetzt machen wir okay. Kaputt! Ich habe so einen Ort hier oben, wo ja. Alles immer hängen bleibt. Wirklich? Alles immer. Ich kann eigentlich immer damit wetten, wenn ich in einer Reste bin, an einem schönen Anlass, werde ich irgendwann aufs WC gehen und sehe, jetzt ist so ein grosses Kraut. Niemand hat es gesagt, die letzten 3 Stunden. Darum esse ich nur zahnfarbige Sachen. Damit das ist mega clever! Darum passt das Käseküchli. Ja, 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 ja. Bist du den dreckig Schwingbesen wieder rein zum sauberen, sauberen Besteck hin? Aber natürlich, Judith. Willst du noch einmal schnell durch die Haare fahren damit? Nein, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Mutsch geht los. Ist das von dem YouTube-Channel, der einem beibringt, wie man Sachen richtig ausspricht? Dort lernt man auch, dass man Steig sagt. Ich glaube, in Gansingen sagt man das so. Ja, also ich sage das auch nicht so, nee, oder? Ach, du bist auch Prof. Ja. Ich finde Kakao. Das ist Kakao. Das ist so ein schönes Wort. Kakao. Ja. Kakao. 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 Kann ich doch nicht das Volk kaputt machen? Don't do drugs. Stay in school. Tap dance.